So, und damit herzlich willkommen zurück bei Grounded. Ja, Kisten rüberschleppen. Das war keine angenehme Arbeit. Aber in mühseliger Kleinarbeit habe ich es jetzt wirklich geschafft, alles hier rüber zu tragen, ein wenig zu sortieren. Mal hier die Steinkiste, eine Tonkiste noch erweitert. Die Süßigkeiten in meine eigene Kiste gepackt, statt damit da drin zu lassen. Gut, alles aus dem Wasser ist immer noch in einer Kiste, weil ich glaube nicht, dass wir davon sehr regelmäßig viel brauchen werden. Ja, Sprengstoff will ich mal in eine Kiste packen. Die Waffen, wie die verrotteten Sachen, möchte ich ganz gerne finden und lagern. Rüstung habe ich jetzt erstmal hier reingepackt. Soll später wieder an die Puppen, an die Schaustellerpuppen da, Mannequins drankommen. Das Toxikologieabzeichen, die ganzen Trinkets, die man hier in die, das in die Zubehörleiste packen kann, würde ich aber ganz gerne hier drin sammeln. Gut, die Kisten hier sind auch selber mit dem Baumgedöns, die verarbeiteten Materialien. Jo. Amazon. Ja, Pilzbrei haben wir jetzt endlich mal was verbraucht. Ich werde mich jetzt heute beschäftigen mit Folgenrendern. Ist noch ein bisschen provisorisch hier oben. Wir haben jetzt mal hier die Öfen. Die Ziegel können wir noch mal erforschen. Habe ich jetzt auch schon ein bisschen was von produziert. Ja, grundsätzlich würde ich hier oben ganz gerne unsere Werkstatt bauen. Hier oben drüber weiß ich nicht, ob das mal ein Geschoss wird. Jetzt als eine Etage oder ob das eher so der Weg wird um den Baum herum. Weil das Ziel ist es ja definitiv, von dem Baum aus überall in den Garten reinzukommen. Sprich, hinten in Richtung oberen Garten. Ich möchte von hier aus in Richtung Picknicktisch kommen. Ich möchte von hier aus in den Sandkasten kommen. Ja. Genau, hier hinten ist ja noch. Mein Wegpunkt ist, glaube ich, genau da. Genau, hier rüber in Richtung Tongebiet, nenne ich es jetzt einfach mal, den Morastgebiet rein. Gut, hier habe ich schon mal fürs Transportieren der Kisten, zumindest habe ich schnell zurückkommen in die alte Basis, eine Seilrutsche gemacht. Zu Timos Ankerpunkt hier rüber. Und das hier ist ja noch bekannt. Die alte Basis ist einfach nur noch leer. Wir haben jetzt hier noch die Lampen drin, aber das ist nicht weiter wichtig. Mein Ziel wäre es, hier einen Turm irgendwo hinzubauen. Vielleicht hier vor die Packung, vor die Saftpackung. No water filtration tablets needed. Rings. Damit wir halt schnell hier rüberkommen und mit dem Turm auch wieder schnell zurückkommen. Die Basis hat, also die neue Basis hat unten noch einen Knotenpunkt zum normalen Boden. Ich bin da überlegen, die mehr oder minder schwebend zu bauen, dass sie nur an dem Stamm dran hängt. Weil wenn wir dann von irgendwelchen Viechern angegriffen werden, kann uns das egal sein. Weil, wenn wir jetzt darüber gelaufen sind, kann ich euch auch zeigen. Wo da? Stundenlang in der Basis rumgelaufen und trotzdem nicht wissen, wo sie steht. So, hier ist ja unsere Basis und hier ist noch dieses Fundament. Fand ich erst eine tolle Idee, aber wenn jetzt diese Raids kommen, ist ja, wenn wir die
Viecher, spezielle Bugs zu sehr genervt haben, zu viele getötet haben, greifen uns ja an. Wenn die dann hier drunter kommen, wird Shreddy von oben zu bekämpfen. Deswegen bin ich wirklich am Überlegen, das nochmal abzureißen. Und dann unsere Hauptbasis wirklich am Stamm dran zu machen. Mehr oder minder nur erreichbar über Seilwinden. Wenn durch irgendeinen Raid mal eine Zipline abgerissen wird, eine Seilwinde, wäre das ja nicht ganz so tragisch, wenn wir mehrere hätten. Das ist das, wo ich gerade so am Überlegen bin. Das Problem ist, die kommen aber auch bis hier oben hingelaufen. Wäre auch doof, wenn die dann hier abgehen würden. Müssten wir mal gucken. Ja, das sind die Fenster. Da. Man das hier so zubaut. Das sieht irgendwo auch doof aus, ne? Jetzt hier so einfach. Nee. Nicht da. Fragen über Fragen. Da, Wand. Wäre theoretisch machbar. Wenn die dann hier angreifen, kann man sich mal noch hier hinstellen. Aber ich glaube, das wird sich auch mit der Zeit zeigen, ob bzw. wie schlimm diese Angriffe überhaupt werden. Weil jetzt gestern Abend beim Kistenschleppen kam auch nochmal ein Angriff. Es waren dann Infizierte, da hatte ich dann wirklich ein bisschen Angst, dass unsere Basis, bevor sie überhaupt fertig ist, schon wieder abgerissen wird. Aber überraschenderweise war das gar nicht so schlimm. Unten hier dran, an dem Wurzelauslauf, hat der Timo ja mal diese Brücke gebaut, also diese Treppe. Da haben sie, glaube ich, unten ein paar Fundamente wegbekommen. Aber ich glaube nicht, dass das direkt beim nächsten Raid schon so schlimm ist, dass wir überrannt werden. Auf jeden Fall würde ich jetzt ganz gerne. Ach so, dieses merkwürdige Teil habe ich nur gebaut, wenn man irgendwann mal hier ankommt als Seilwinde, kann man einfach hier drüber laufen. Steht dann im Lager oder muss man diese eine Treppe laufen. Werd ich vielleicht nochmal abreißen, mal gucken. So, Pilzsiegel erforschen und dann bauen. Nee. Ich glaube, hier die Seilwinde wäre irgendwo ein Umweg. Was ich auch gesehen habe. Ja, genau. Hier sind immer noch zwei Wolfsspinnen. Die Infizierte ist nur noch zusätzlich dazugekommen. Finde ich sehr unangenehm. Weil weniger Spinnen finde ich tendenziell angenehmer. Südele. Always happy to see a frog. Vögel. Can I help you today? Bäume? Fare thee well. Ja, machen wir später. Achso, ich wollte eigentlich erforschen. Genau, töte drei Wolfsspinnen. Werde ich nicht annehmen. Mit ein bisschen Glück, nee, hier ist kürzer. Mit ein bisschen Glück wird das ja vielleicht gar nicht zwingend nötig sein. Vielleicht resettet sich das ja jeden Tag. Pilzziegel, ungewöhnlich. Ah, Pilzwand, Pilzbogen. Kennen wir schon. Also die Pilztür sieht interessant aus. Haustierhaus! Ja, Haustier. Haustier, 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 Haustier. Haustier finde ich gut. Level 12 würden wir sogar noch was freischalten.
Musterhaus. Haustierhaus. Haustierhaus? Haustierhaus. Unkrautschengel, Eichelschale, Pilzziegel, Krähenfederstück. Oh, größer als erwartet. Oh, statt zu einem... Nicht Wetterhahn. Doch, Wetterhahn heißen die, glaube ich, ne? Die auf dem Dach. So einer Blattlaus. Ist voll süß. Oh, süß. Wie sieht die Tür aus? Pilzbogen. Eichelschalen und Eichelkappe. Sieht wirklich aus wie so eine kleine Hobbithöhle dann. Ja, irgendwann. Gebogene Pilztür. Ah. Kann man natürlich auch so eine Hälfte machen, irgendwo an der Wand dran. Oder man baut es halt doppelt. Weil das ist ja eine. Bin ich jetzt blöd? Wenn ich das jetzt drehe, dass er da dran kommt, habe ich ja wie so ein S gebaut. Ah, mit G kann ich wechseln. Jetzt verstehe ich. Könnte ich theoretisch dann auch dieses Dreieck? Hm. Ich würde dieses Dreieck ganz gerne, so wie wir jetzt stehen, hochkant bauen. Als Ecke vom Giebeldach. Für unsere... Hallo? Unangenehm? Bitte verlassen Sie uns? Wolfsspinne, Wolfsspinne, Wolfsspinne. Ich will sie aber einmal schlagen. Was? Was? Never. Ja, hoffentlich bleibt die jetzt nicht da stehen. Ich war schon überlegen, so, du kannst ja über den Ameisenhügel rausgehen. Aber einmal willst du sie schlagen. Du willst wenigstens wissen, wie viel Schaden das macht. Ich glaube, Nahkampf ist hier gar nicht aktiv, oder? Na komm, lass dich treffen. Unangenehm? Komm her. Schubst mich nicht runter und flüchte dann? Ein Fall, Kollege. Ein Fall und du wirst weg. So, wo ist mein Messer? Da. Aua. Ja, ich höre sie ja noch da vorne. Die hat sich an die festgebackt, oder wie sehe ich das? Ja, scheiße. Ich komme aber nur so da dran. In dem Ameisenhügel muss ich ja diese Stufe hoch und da komme ich ja nicht hoch. Und auch bauen kann ich ja nicht, weil da habe ich ja keine Landrechte, weil es ja ein Ameisenhügel ist. Hä.
Mit diesen verwirrten Augen einfach. Was? Was ist los? Ich weiß nicht, was du meinst. Aua. Aber ich kann die auch nicht weglocken. Oh Mann! Ah, aber jetzt ist sie weg. Mein Freitod hat uns gerettet. Oder den Rucksack. Ja komm. Jetzt noch wenigstens woanders hin, damit ich meinen Rucksack wiederholen kann. Jetzt rennt die wieder zu dem Eingang oder was? Nein. Ja, wohin willst du? Geh doch weg. Ich will da lang. Ja, schön. Was für ein Mistvieh. I hope all my things are still here. So. Ayo, ayo, ayo. Jetzt habe ich mit gar nichts Bösem gerechnet. Ich höre sie doch schon wieder. Nein. Komm ich nicht hoch. Schlüsselkäfer. Frühstück ist sicher. Komm. Put, 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 put. Oh. Sie tun mir halt immer noch leid. Das ist ja ein halber, naja, Genozid, was wir hier verüben an den... Ich überlege gerade. Uns fehlt ja noch ein... zwei harmlose Tiere. Wir haben den Rüsselkäfer noch gar nicht gescannt. Und ich will die ganze Zeit überlegen, was für ein Vieh ist das? Was uns da fehlt und was ist da für der Rüsselkäfer? 100 Pro. Das letzte weiß ich aber immer noch nicht, was das sein könnte. Nö, keine Idee. So eine interessante Dose. Es entsteht immer wieder neue Limo in ihr. Wow. Das wollte ich in dieser Folge bauen und dank ein paar Diskussionen mit der Wolfsspinne ist jetzt genau gar nichts passiert. Ah ne, muss sagen. Abgang. Wieder lang. Ja. Nein, fall nicht da rein. Genau, hier ist nämlich das... Die Stelle, wo ich meinte, hier... sind ein paar Fundamente kapeister gegangen. Die der Timo mal gebaut hat. Als der Raid kam. So, aber die Folge ist im Endeffekt auch schon wieder vorbei. So, wir können ja noch anfangen. Und den Raum hatte ich schon mal hübsch hingestellt. Aber während dem Rendern die gesammelten Stängel habe ich da jetzt auch mal zwischengelagert. Weil bei unserem Bauvorhaben hier. Ich glaube, die drei, die ich da gesammelt habe, sind gar nichts. Die drei Behälter. Bei Stängellager, genau. Ja. Wunderbar.
So, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Dann können wir beim nächsten Mal weiterbauen. Tschüss.